Guten Morgen, FCH-Fans. Ich melde mich hier aus Eigen. Ich darf euch heute mal den ganzen Tag mitnehmen an unserem ersten vollen Trainingstag. Es ist jetzt 7:30 Uhr, gleich geht es zum Frühstück. Wetter ist top, Aussicht ist top, wird auf jeden Fall Spaß machen. Also, wir fühlen uns wohl und können gut arbeiten hier. Guckt es euch an. Hier sind wir jetzt auf dem Weg zum Frühstück. Da erwartet uns schon das Medienteam. Schön ist hier. Habt ihr gut geschlafen? Oh ja, sehr gut. Hier haben wir die Rezeption. Und hier geht es gleich zum Frühstück. Und dann müssen wir uns erstmal stärken für den Tag. So, ich nehme euch mal mit zu den Physios. Die bereiten uns aufs Training vor, damit dauernd nichts passiert. Gucken wir mal, wer da so rumläuft. Ja, guck, wir sind auch schon am Arbeiten hier. Dennis wird vorbereitet. Guten Morgen. Morgen, Buddy. Morgen. Alle gut drauf, dann können wir gut ins Training starten. Wir gehen in den Kraftraum zum Vorbereiten. Nehme ich euch mal mit und gucken wir mal, wer da so rumläuft. Ah, guck mal, der einzige Neuzugang ist hier. Ja, dann können wir da direkt mal eine kleine Vorstellungsrunde machen. Stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, was machst du hier? Ja, servus, ich bin der Tim. Wir haben uns zwar nicht oft gesehen, aber hoffentlich haben wir es bald. Hier wird vorbereitet, Kraftraum, guckt euch an. Professionell, der Siri. Also, läuft alles. So, auf geht's zum ersten Training. Piki, bist gut drauf? Jawohl. Sehr gut. Ja, Training. Auf geht es, ne? Sag ich mal. Der Kameramann. Hier. Ich bin betrunken und ich bin der Kameramann. Jetzt ausruhen und dann geht es am Nachmittag weiter. So Leute, jetzt nach Mittagessen ist Mittagspause. Haben wir ein bisschen Zeit für uns, kannst ein bisschen schlafen, keine Ahnung, Serie gucken, lesen, alles was du magst, damit es nachher im Training wieder losgehen kann. Der Sepp ist hier schon fleißig am Serie gucken. Super! Das freut ihn richtig. So Leute, Mittagspause vorbei. Ich zeige euch mal, was hier Manus Paradies ist. Hier. Unten im Keller haben wir alles, finden wir alles, kann sich jeder seine Sachen abholen. Wir haben hier noch ein Paradies eigentlich, ein bisschen spielen, ein bisschen kegeln, theoretisch. Tischtennis natürlich darf beim Fußball nie fehlen. Wir haben hier alles, wir sind top ausgestattet und jetzt geht es wieder zur Vorbereitung aufs zweite Training. Ich zeige euch auch nochmal, wo die Kinder hier im Hotel Spaß haben können, vielleicht der ein oder andere hier aus unserer Mannschaft auch. Kann man ein bisschen Spaß haben, ein bisschen klettern. Für mich wird es vielleicht ein bisschen eng, ein bisschen zu groß, aber für den einen oder anderen Spieler, der hier sicher viel, viel Spaß haben kann. Auf dem Weg zum Kraftraum. Aber hier haben wir ihn wieder. Da ist er wieder, der Siri. Siri ist halt professionell, will sich doch zeigen. Siri, grüß mal die Zuschauer. Servus an alle. Ja, guck, so läuft das. Also, vorbereiten aufs Training, weiter. Ich warte jetzt hier mal auf den einen oder anderen, der zum Bus zum Training kommt und dann stellen wir mal ein paar Fragen. Das kommt jetzt kurzfristig, aber... Wir sind jetzt auf dem Weg zum zweiten Training heute. Fühle mich eigentlich noch ganz gut. Will sich einer wegschleichen, aber den kriegen wir ja auch noch. Oliver Hüsing, möchtest du ein paar Worte in die Kamera sagen? Es ist so schwer, die erste Einleitungsspieler zu bekommen. Es ist so schwer. Paul Tscherden, Nachwuchstorwart, erstes Trainingslager. Wie geht's dir hier? Ja, anstrengend, aber es passt alles. Ja, guck mal, Heimatland, was willst du hier? Nee. Macht Spaß? Wunderschön. Läuft Spaß. Leute gut. Alles super da. Ja, perfekte Bedingungen. Mehr wollen wir da gar nicht. Ja. Und jetzt geht's zum zweiten Training. Ja. So Leute, wir sind da beim zweiten Training. Das ist für mich, nachher heißt es Feierabend. Jetzt noch mal ein bisschen, nicht nur ein bisschen, jetzt noch mal richtig arbeiten. Und ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir sehen uns bis dann. Ciao, ciao.